Schon lange fiebert Emma diesem Tag entgegen. Sie trifft den jungen Mann, mit dem sie seit über einem Jahr ihre Freizeit verbringt. Ragdoll wird endlich Psycho Sam sehen. Nicht nur über MySpace, wie sie sonst immer Kontakt hatten, sondern in echt. Emma und Richard, die sich hinter den Profilen verbergen, treffen das erste Mal in der Realität aufeinander. Doch es ist ein Treffen, das sich die 16-Jährige ganz anders vorgestellt hat. Von der Online-Liebe ist im echten Leben nichts mehr zu spüren. Und das merkt auch Richard. Und in ihm wächst die Wut. Ragdoll. Emma Niederbrock wird am 15. Oktober 1992 geboren und wächst in gut behüteten Verhältnissen bei ihrer Familie in Farmville im US-Bundesstaat Virginia auf. Ihre Mutter Deborah Kelly arbeitet als Professorin für Strafjustiz und Soziologie an der Universität in Farmville. Ihr Vater Mark Niederbrock ist Pastor in einer Nachbargemeinde. Deborah und Mark legen viel Wert auf die liebevolle Erziehung ihres einzigen Kindes. Auch noch, als die beiden sich trennen, wollen sie gemeinsam für ihre Tochter da sein. Doch als Teenagerin beginnt Emma gegen ihre Eltern zu rebellieren. Wie viele in ihrem Alter verbringt sie viel Zeit im Internet. Ende der 2000er Jahre ist das vor allem MySpace, wo sie unter ihrem Pseudonym Ragdoll Kontakte knüpft. Dort hat sie Kontakt zur Horrorcore-Szene gefunden, einem Subgenre des Hip-Hops, das vor allem durch düstere, morbide Texte gekennzeichnet ist. Auch optisch verändert sich Emma und passt sich der Horrorcore-Szene an. Sie färbt ihre Haare mal rot und schwarz, mal pink und trägt auffälliges Make-up. Ihre Eltern hoffen zwar, dass es sich bei Emmas Veränderung nur um eine Phase handelt, trotzdem unterstützen sie die Teenagerin. Auch als sie über MySpace ihre beste Freundin Melanie Wirtz kennenlernt, die im angrenzenden Bundesstaat West Virginia lebt. Melanie gehört ebenfalls der Horrorcore-Szene an, ist als Mrs. Free Abortions bei MySpace aktiv und teilt wie Emma die Liebe zum Morbidem, der Musik und Styling. Doch die Freundschaft der beiden ist tiefgründiger, als sie auf den ersten Blick scheint. Emma und Melanie teilen nicht nur dasselbe Hobby. Ihre beiden Väter sind Pastoren. Sie unterhalten sich über ihre Sorgen, Ängste und ihre alltäglichen Probleme als Teenagerin. Gemeinsam gehen sie auf Konzerte und Festivals. Auf eines freuen sich die beiden Jungfrauen besonders. Das Strictly for the Wicked Festival am 12. September 2009 in Southgate, Michigan. Emmas Eltern Deborah und Mark, die zu diesem Zeitpunkt seit 9 Monaten getrennt leben, haben Angst, ihre 16-jährige Tochter allein zum 10 Stunden entfernten Festival reisen zu lassen. Deshalb wollen sie Emma auch dabei gemeinsam unterstützen. Sie laden ihre beste Freundin Melanie ein, einige Tage vor dem Festival bei Emma in Farmville zu übernachten. Wenn das Strictly for the Wicked ansteht, wollen Mark und Deborah ihre Tochter und Melanie nach Michigan fahren. Während die beiden auf dem Festival sind, wollen Emmas Eltern den Tag in Southgate verbringen und in der Nacht Emma und Melanie wieder sicher nach Hause fahren. Emma freut sich riesig über das Angebot ihrer Eltern. Vor allem, weil nicht nur Melanie sie begleiten wird, sondern eine weitere wichtige Person in ihrem Leben. Ihre MySpace-Bekanntschaft, Psycho Sam. Psycho Sam. Im September 2008 entdeckt die damals 15-Jährige das Profil des Nachwuchs-Horrorcore-Rappers Psycho Sam. Sie beginnen zu schreiben und schon bald entwickelt sich zwischen Psycho Sam und Ragdoll ein Online-Flirt. Jeden Tag verbringen die beiden stundenlang damit zu chatten, telefonieren miteinander und sie schicken sich Fotos und Videos. Alright, so you wanted a video, and you made me videos, so, and he said please, so, I'll make you this video, even though I'm not gonna, like, do anything, because my room's kind of dirty, and, yeah, I don't want to show you my dirty room, but this video is for Emma, because you just told me to say your name,
So, I don't know. I'll make you another video once clean, I promise. Unless you just want to like see my wall, because that's not dirty, but behind me is dirty, so that's not good. All right, this video is for you, Emma, the ragdoll, amazing ragdoll, and I really don't know what to do for you on video, so I guess I'll like show you my room a little bit if that's what you want to see. First off, we got my door, and then we got my addiction for energy drinks, and then we got my small underground CD collection going on right here, and then we got my wall of awesomeness that I call it. Lots of posters and flyers and a Hatchet Man charm and random stuff. A hatchet. Oh no, the battery's dying. Hinter dem Pseudonym Psycho Sam verbirgt sich Richard Samuel McCroskey der Dritte. Richard ist 4 Jahre älter als Emma und wohnt in der San Francisco Bay Area in Kalifornien. Aufgewachsen ist er zusammen mit seiner älteren Schwester und seinen Eltern. Doch erst vor kurzem haben diese sich getrennt und sein Vater hat seine Mutter aus dem gemeinsamen Haus geworfen. Aber das ist nicht das Einzige, was ihn in seinem Leben beschäftigt. Bereits in der Schulzeit wurde er gemobbt und ausgeschlossen, aufgrund seines Gewichts und seiner roten Haare. Seit Jahren lebt er deshalb zurückgezogen in seinem Zimmer. Die Highschool hat er abgebrochen und Geld verdient er nur durch Gelegenheitsjobs als Grafiker. Freundschaften hat Richard kaum. Und auch seinen Eltern und seiner Schwester gegenüber verschließt er sich. Das Internet und vor allem MySpace wird seine Flucht vor der Realität. Anfang 2018 findet er zum Horrorcore, wo er schon bald einige Songs bei MySpace und YouTube hochlädt. Während Richard im echten Leben als schüchterner, zurückgezogener junger Mann gilt, inszeniert er sich auf seinem MySpace-Profil als düsterer, extrovertierter Horrorcore-Rapper. Er posiert mit Waffen, dreht Videos, macht Fotoshootings auf Friedhöfen und als Psycho Sam trägt er oft eine Maske, die aussieht wie aus Menschenhaut zusammengenäht. Auch seine Texte spiegeln seine finstere Seite wider. In seinem Song My Dark Side rappt er: Du bist nicht die erste Person, damit du es weißt. Ich habe viele Menschen getötet und ich töte sehr langsam. Es ist das beste Gefühl, ihren letzten Atemzug zu beobachten. Stich, stich, bis nichts mehr übrig ist. In seinem Song The Voices heißt es: Diese bösen Stimmen in meinem Kopf. Sie wollen, dass ich ständig morde. Sie wollen, dass ich in einem Massenmord Menschen das Leben nehme. Sie lieben den Geruch von verrottenem, verfaulenen Körpern. Das erste Treffen. Im September 2009 schreiben Emma und Richard seit einem Jahr. Und nun steht ihr erstes echtes Treffen bevor. Emma konnte ihre Mutter überzeugen, dass Richard auch mit zum Festival kommen kann und bereits einige Tage vorher zusammen mit Melanie bei ihnen bleibt. Aufgeregt schreibt Emma wenige Tage vor dem Konzert auf seine MySpace-Seite: Das nächste Mal, wenn du MySpace checkst, bist du bei mir zu Hause. Ich liebe dich, Baby, für immer und ewig. Doch als sie zusammen mit ihrer Mutter und Melanie den 20-Jährigen vom Flughafen abholt, ist ihre Enttäuschung groß. Psycho Sam, beziehungsweise Richard, hat für seine Online-Profile seine Bilder bearbeitet. Er ist viel kleiner, als er Emma gesagt hat. Seine strähnigen Haare hat er auf seine Stirn gekämmt. Er ist ungepflegt. Und der 4 Jahre ältere Richard sieht viel jünger aus als die 16-jährige Emma. Auch charakterlich gleicht Richard gar nicht Psycho Sam. Er ist kindisch, verhält sich seltsam und Emma fühlt sich in seiner Nähe unwohl. Von der Hoffnung, dass ihre Online-Liebe auch in der Realität zu einer Beziehung wird, hat sich Emma schnell verabschiedet. Doch sie will nicht unhöflich sein, schließlich ist Richard extra den weiten Weg von der Westküste zu ihr an die Ostküste gereist. Es sind schließlich nur wenige Tage, die sie mit Richard verbringen muss. Nach dem Festival trennen sich ihre Wege wieder und sie muss ihn nie wiedersehen. Doch sie ahnt nicht, dass Richard das nicht zulässt.
Auch wenn Melanie und Emma Richard gegenüber höflich sind, können sie nicht verbergen, wie enttäuscht sie vom ersten echten Treffen mit Psycho Sam sind. Richard hingegen hofft, dass die Stimmung zwischen ihm und Emma beim Festival besser wird, wenn sie zusammen zur Musik feiern. Nachdem Mark und Deborah, die drei Jugendlichen, 10 Stunden nach Michigan gefahren haben, sind Richard, Melanie und Emma endlich beim Strictly for the Wicked angekommen. Doch der Tag auf dem Geländefestival ist für Richard eine weitere Enttäuschung. Emma ist noch distanzierter als in den Tagen zuvor und schenkt dem 20-Jährigen wenig Aufmerksamkeit. Andere Menschen, die auch beim Festival sind, bemerken, dass es Streit zwischen den beiden gibt, da Emma SMS mit anderen schreibt und mit fremden Männern flirtet. Um 23 Uhr enden die Konzerte und Deborah und Mark holen Melanie, Richard und Emma vom Festivalgelände ab, um am nächsten Tag die 10-stündige Fahrt anzutreten. In der Nacht vom 13. auf den 14. September 2009 sind die 5 zurück in Farmville. Mark Niederbrock fährt zu seiner Wohnung. Deborah, Emma, Melanie und Richard zum Haus der Familie, wo sie die Nacht verbringen wollen, bevor Richard und Melanie am nächsten Tag wieder zu sich fahren. Noch in der Nacht lockt sich die 18-jährige Melanie bei MySpace ein und schreibt um 2.43 Uhr, Strictly for the Wicked war verdammt toll. Bin zurück in Virginia und am Mittwoch wieder in West Virginia. Ich vermisse euch alle. Doch danach wird es still. Der Farmville-Horror. Mehrmals versuchen Melanies Eltern Thomas und Kathleen Wirtz, ihre Tochter am nächsten Tag zu erreichen. Es sieht ihr gar nicht ähnlich, sich nicht bei ihren Eltern zu melden. Auch vor und während des Festivals hatten sie Kontakt. Am nächsten Tag kommt Melanie nicht wie vereinbart nach Hause. Und auch Deborah und Emma sind nicht zu erreichen. Besorgt fährt ihr Vater deshalb nach Farmville, aber weder Emma, ihre Mutter noch seine Tochter öffnen die Tür. 7 Stunden wartet Thomas Wirtz vor dem Haus, in der Hoffnung, dass noch jemand nach Hause kommt und ihm erklären kann, wo Melanie ist. Doch er wartet vergeblich. Noch am selben Abend versucht Kathleen erneut bei Emma und Deborah anzurufen. Diesmal geht jemand ans Telefon. Es ist Richard. Aber sagen, wo Melanie ist, kann er ihrer Mutter nicht. Das Gespräch hat Kathleen bestätigt, dass irgendwas nicht stimmen kann, deshalb schaltet sie die Polizei in Farmville ein. Diese fahren auch zum Haus. Doch als ihnen Richard die Tür öffnet und versichert, dass alles in Ordnung sei und die 3 Frauen im Kino seien, fahren sie wieder, ohne einen Blick ins Haus zu werfen. In ihrer Verzweiflung versuchen Melanies Eltern alles, was in ihren Möglichkeiten ist. Sie finden die Telefonnummer von Mark Niederbrock heraus. Auch er hat seit dem Festival nichts mehr von seiner Ex-Frau und Tochter gehört. Er verspricht ihr, sofort bei den beiden nachzusehen. Doch dann hört Kathleen Wirtz auch von Mark Niederbrock nichts mehr. Stattdessen ruft am Abend die Polizei zurück, die ihr mitteilt, dass nichts Auffälliges im Haus sei. Well, yeah, this is Farmville Police Department. Okay, did you just speak with somebody at the residence? Yes, I just spoke with, I guess, the daughter's boyfriend. Okay, well, I don't know. My sergeant went over there and he said that it was a young kid, a boy. And that Melanie and the girl she's staying with are at the movies now. Yesterday they went to Richmond. Vehicle had broken down and the cell phone's dead and that kind of thing. So is that what he talked to you about? What he told me, yeah. And like I said, but I don't know where the mother is. I don't know where, I mean, she's usually the one that, I guess, drives them around and she's just disappeared. I haven't spoken to her at all. The father I talked to earlier on today, right. He said that he was on his way, as a matter of fact, he was on the road when I was talking to him. He was going through Farmville, he was supposed to stop at the house. I haven't heard from him since. Okay. Like I said, I don't know. I mean, I don't know what he's saying at all. Okay. You know, and him being at the movies, I just tried to call. He said that Emma tried to call, or just called him from the movies. And I tried to call the phone that she called from. There's no answer. It goes right into it. Okay. This is what doesn't make sense. I mean, my daughter would call. Right.
Noch in derselben Nacht erhält die Polizei einen Anruf. Er stammt aus dem Haus von Deborah und Emma. Doch anstelle der beiden Frauen ist Richard am anderen Ende. Hey, can I have a police unit come by my house? Because I keep hearing sounds in the basement, and I'm scared to go down there and check what it is. Okay, what kind of sounds do you hear? Like, just noises, like something moving around down there. I think it's the dogs, but I'm not sure. Mm-hmm. Okay. We have two dogs, but one of them is upstairs. I just put him up there, and the other one might be down there, but I'm not sure if it's the dog or not. Okay, and it's in the basement. What's your name? Sam. Sam? But this isn't my house. I'm staying at my girlfriend's house. Okay. All right, we'll get somebody to come up there, okay? Thank you very much. Mm-hmm. Bye. Ein zweites Mal fährt die Polizei zum Haus. Sie schauen im Keller nach, doch sie finden nichts. Wieder schaut keiner der Einsatzkräfte ins Haus oder verlangt mit Deborah, Emma oder Melanie zu sprechen. Sie fahren wieder, und das, obwohl Leute aus der Nachbarschaft später aussagen, dass zu diesem Zeitpunkt bereits ein seltsamer Geruch bis zur Straße wahrzunehmen war. Am Morgen des 18. September 2009 kontaktiert Melanies Mutter erneut die Polizei. Sie weiß nicht weiter und fleht sie an, endlich im Haus von Deborah Kelly nachzusehen. Erst am Nachmittag fährt die Polizei dorthin. Diesmal öffnet ihnen Richard nicht die Tür. Dafür bemerkt die Polizei, dass die Tür unverschlossen ist und ein beißender Gestank aus dem Haus strömt. Es ist das erste Mal seit Tagen, dass die Polizei das Haus betritt, obwohl die Familie Wertz um Ermittlungen gefleht hat. Und was sie dort im Inneren des Hauses finden, bezeichnet die Polizei später als das Schrecklichste, was sie je sehen mussten. Der Farmville-Horror. In einem Schlafzimmer im unteren Geschoss des Hauses findet die Polizei drei Leichen. Erst bei den Ermittlungen im Haus finden sie im Obergeschoss die vierte Leiche. Es sind Emma Niederbrock, Melanie Wertz, Deborah Kelly und Mike Niederbrock, die mit einem Hammer und einer Axt erschlagen wurden. Das gesamte Haus gleicht einem Blutbad und die Ermittlerinnen rekonstruieren, dass Emma, Melanie und Deborah im Schlaf von Richard attackiert wurden. Kurz nachdem Melanie ihre letzte Nachricht auf MySpace erfasst hat, legten sie sich alle schlafen. Alle, bis auf Richard. Zuerst hat er die 18-jährige Melanie getötet, die auf der Couch im Wohnzimmer geschlafen hat. Danach die 53-jährige Deborah, die im Schlafzimmer im Untergeschoss schlief. Und schließlich Emma im Obergeschoss. Alle drei Räume liegen innerhalb des Hauses so weit entfernt, dass niemand der Opfer wach wurde. Dafür spricht auch, dass keine der drei weiblichen Leichen Abwehrverletzungen aufweist. Sie haben sich in Sicherheit gefühlt. Während Richards Wut und Enttäuschung darüber, dass Emma nicht mit ihm zusammen sein will, ihn zu seiner entsetzlichen Tat getrieben haben. Tage später betritt Mark Niederbrock das Haus. Er muss den Gestank im Haus bereits bemerkt haben. Doch bevor er sieht, was seine Ex-Frau, seiner Tochter und deren Freundin angetan wurde, wird er selbst mit der Axt attackiert. Während der gesamten Zeit bleibt Richard Samuel McCroskey mit den Leichen im Haus. Mehrfach kommt die Polizei vorbei und einmal ruft er sogar selbst die 911. Während diesen Tagen nimmt er im Haus seiner Opfer ein Video auf, das die Polizei später bei ihm sicherstellt. Alright, so I'm making this video because, or if anybody finds this, I really don't know what I'm trying to say, and just I'm breathtaking at what I've done, and I apologize. I know I'm gonna pay for my consequences. You know, I wish that I could have not done this, but I just lost my mind. I snapped. And I did what I did, and I gotta pay for it now, my consequences. I'm like all shaky and stuff, but like, to anybody that finds this, tell my parents that like I love them, and I'm very sorry for doing this, and there's nothing really else to say to everybody that's probably gonna hate me for this. I'm sorry, and I had to do it. My mind just snapped. I couldn't control it anymore. That's it. Fuck you to the big world. Fuck everybody in the world. I can't stand this place. Auf der Flucht.
Schnell ist die Polizei überzeugt, dass nur einer für dieses entsetzliche Verbrechen verantwortlich sein kann. Richard Samuel McCroskey. Doch wo ist er? Nur kurz nach dem Auffinden der Leichen muss die Polizei allerdings feststellen, dass sie an diesem Tag bereits Kontakt mit ihm hatten. 12 Stunden zuvor. Es ist gegen 4 Uhr, als ein Anwohner einen lauten Knall hört. Ein Auto hat gerade einen Unfall gebaut und ist an seiner Auffahrt in einen Graben gerutscht. Am Steuer sitzt Richard Samuel McCroskey, der allerdings keinen Führerschein hat. Deshalb bekommt er einen Strafzettel wegen Fahren ohne Führerschein. Auf die Frage, wem das Auto gehört, antwortet er, dass das Auto vom Vater seiner Freundin sei. Ein Abschlepper fährt mit Richard vom Unfallort. Schon er bemerkt, dass der 20-Jährige extrem stinkt und muss während der Fahrt den Kopf aus dem Fenster halten. Er bringt Richard zu einer Tankstelle, wo er gegen 6 Uhr in der Früh von Überwachungskameras aufgenommen wird. Danach verliert sich seine Spur. Erst am Abend taucht er wieder auf. Er nimmt ein Taxi zum Flughafen, wo am nächsten Tag sein Flieger nach Kalifornien geht. Er will dort scheinbar die Nacht verbringen und schläft in der Eingangshalle des Flughafens, als die Polizei ihn noch vor Ort verhaftet. Das danach. Als Richard festgenommen wird und zum Verhör ins Polizeirevier gebracht wird, warten bereits zahlreiche Kamerateams auf den 20-jährigen Vierfachmörder. Einer der Journalisten ruft ihm die Frage zu, warum er gemordet hat. Er antwortet darauf: Jesus hat es mir befohlen. Zum Motiv schweigt Richard Samuel McCroskey auch in seinen Verhören und vor Gericht. Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch sein eigener Anwalt sind allerdings überzeugt, dass er Emmas Zurückweisung nicht akzeptiert hat. Ein Femizid, bei dem er noch 3 weiteren Menschen das Leben nahm, um seine Tat zu verschleiern. Er bekennt sich aller Morde für schuldig. Das bewahrt ihn vor der Todesstrafe, weshalb er zu 4-facher lebenslanger Haft verurteilt wird. Doch auch zu den Taten und dem Tathergang schweigt er vor Gericht. Von Reue ist keine Spur in seinem Gesicht zu sehen, stattdessen lacht er, während er in den Gerichtssaal geführt wird. Aber Richard Samuel McCroskey hat nicht nur das Leben der Angehörigen von Emma Niederbrock, Melanie Wells, Deborah Kelly und Mark Niederbrock zerstört, sondern auch das seiner eigenen Familie. Einen Tag vor dem Fund der Leichen hat Richard seiner Schwester Sarah angerufen. Bereits zu diesem Zeitpunkt hat sie gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Er hat sie gefragt, ob bei ihr alles in Ordnung sei und sich mit »Ich liebe dich« verabschiedet. Es klang wie ein Abschied für sie. Bis heute macht sie sich Vorwürfe, nicht bemerkt zu haben, zu was ihr Bruder imstande ist. Sie sagt: »Als ich es erfahren habe, bin ich einfach auf die Knie gefallen. Mir wurde schwarz vor Augen. Ich konnte nicht mehr sprechen. Seitdem habe ich das Gefühl, als seine Schwester versagt zu haben.«